Herzlich willkommen auf Joeys Hobbykanal. Es ist April und es ist momentan gerade wirklich gutes Wetter. Aber April, ja, ihr wisst das, das kann durchaus sehr wechselhaft sein. Es ist eben noch nicht Sommer, aber definitiv schöner Frühling. Und dementsprechend ist es Zeit, für viele Kulturen ausgesät zu werden. Und das möchte ich heute machen. Manche Sachen müssten ja direkt in die Erde. Das kann ich noch nicht, weil die Beete noch nicht vorbereitet sind. Aber vielleicht seid ihr schon soweit und dann könnt ihr aussehen. Möhren beispielsweise, die können auch schon länger in der Erde sein, brauchen ja sehr lang zum Keimen und man kann sie eigentlich immer wieder aussäen. Also wenn ihr den Platz habt, dann könnt ihr im Prinzip alle 2 Wochen eine oder 2 Reihen Möhren aussäen und habt dann über das ganze Jahr verteilt immer wieder frische Möhren. Dann habe ich hier Schwarzwurzel, die muss auch direkt in die Erde. Also alle Sachen, die wirklich auch Pfahlwurzeln bilden, da lohnt sich das Vorziehen in Töpfen ja nicht, das bringt keinen Nutzen. Aber Schwarzwurzel könnte man jetzt aussäen. Haferwurzel habe ich hier noch, die kann ausgesät werden. Und natürlich Pastinaken oder auch Petersilienwurzel, wenn man das hat und aussäen will. Das wäre jetzt eine gute Zeit, das alles direkt in den Erdboden zu bringen. Ich möchte heute allerdings ein paar Sachen in Töpfen vorziehen. Und wir haben uns dazu Quickpot-Platten besorgt. Frisch gekauft. Dieses Jahr wollen wir das mal austesten, wie das mit den Platten funktioniert. Viele sind ja sehr begeistert davon. Wir haben hier unterschiedliche Größen von diesen Platten. Eine 48er Platte, eine 24er Platte. Das heißt unterschiedliche Topfgrößen auch für Pflanzen in unterschiedlicher Größe, beziehungsweise je nachdem, wie lange sie da drin bleiben sollen, hat man verschiedene Maße. Ich hoffe, dass wir dadurch auch manche Kulturen wesentlich besser auch vorgezogen und angezogen bekommen überhaupt. Und was das genau ist, das zeige ich euch zunächst mal. Möchte ich hier die Platten befüllen. Da fange ich an mit der 48er Platte und gebe da ordentlich Erde drauf und werde bei der Gelegenheit gleich mal testen, wie das aussieht mit diesen großen Löchern, die da unten drin sind. Die großen Löcher sind oder sollten zumindest praktisch sein, um dann auch die Wurzelballen am Stück problemlos rausnehmen zu können. Aber natürlich kann es auch sein, dass jetzt einfach sehr viel Erde durchfällt. Deswegen dann gut festdrücken. Die Töpfe sind befüllt. Jetzt schnappe ich mir eine zweite von diesen Quickpot-Platten, drücke die Erde noch mal ein bisschen fest, in der Hoffnung, dass dann dieses Erdpaket auch wirklich in den Töpfen drin bleibt und nicht durch diese großen Löcher dann rausfällt. Noch ein paar Löchchen in die Erde, dann nutze ich gleich mal dieses Kabelstück hier. Was kann man jetzt im April in solchen Multitopfplatten oder auch in Einzeltöpfen vorziehen? Da gibt es ziemlich viel. Rote Beete beispielsweise habe ich hier, Mangold habe ich da. Spinat wäre möglich, da würde ich allerdings eine Platte mit mehr Töpfen nehmen, also kleinere Töpfe, und die Pflanzen dann schneller umsetzen. Den werde ich also auch noch direkt in die Erde bringen. Kohlrabi wäre möglich, da gibt es auch verschiedene Sorten, das ist der böhmische Strunk, eine relativ alte Sorte. Salate wäre möglich, Erdbeeren, Petersilie habe ich hier, Mairüben, Rettich, theoretisch auch Radieschen, das sind allerdings Eiszapfen, die sind ziemlich lang, die werde ich also auch direkt aussäen und nicht in Töpfen vorziehen, denn dann könnte es sein, dass auch wieder diese lange Wurzel, diese Knolle, die sich da unterirdisch bildet, ziemlich verkrümmt nur wächst. Dasselbe ist bei lang wachsendem Rettich, also Ostergruß oder der weiße lange Rettich, würde ich auch in der Form nicht vorziehen, sondern am besten gleich direkt in den Erdboden bringen. Dann gibt es verschiedene Kohlsorten, die jetzt ausgesät werden können. Hier beispielsweise Baumkohl oder auch, wer zeitig dran ist, könnte jetzt sogar schon anfangen mit Rosenkohl. Kann auch noch guten Monat warten. Oder andere Sorten, Brokkoli, Weißkohl, Spitzkohl. Das ist jetzt auch theoretisch alles möglich. Wir verzichten darauf, denn ich hatte auch schon in Videos hin und wieder mal gesagt, Kohl ist bei uns so eine Sache, die wird wirklich schwierig. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge anderer Dinge, die man aussehen kann. Was seht ihr denn aktuell so aus? Das könnt ihr uns gerne auch mal wissen lassen. Vielleicht auch Sachen, die ich jetzt in der Aufzählung gar nicht mit dabei hatte, weil ich sie nicht auf dem Schirm habe. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Sachen, die möglich sind. Ich fange einfach mal mit der roten Beete an. Da habe ich verschiedene Sorten. Einmal Tonda di Chioggia, falls ich es richtig ausspreche, italienisch, naja,
Das ist eine Ringelbeetensorte. Hat man voriges Jahr auch schon. Und da habe ich jetzt einfach die ganze Platte voll. Das sind also dann 48 Stück. Falls die alle aufgehen, ist okay. Falls nicht, auch nicht schlimm. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr jetzt natürlich auch noch Tomaten aussäen. Das ist noch lange nicht zu spät. Gerade wenn ihr in einer Gegend wohnt, die vielleicht auch etwas kühler ist, wo also es wirklich angeraten ist, bis zu den Eisheiligen mit der Pflanzung zu warten, ist jetzt Anfang April eine gute Zeit für die Aussaat. Da haben die Pflanzen immer noch anderthalb Monate Zeit, die sie bei euch in der Wohnung oder vielleicht auch im Gewächshaus abwarten können, bevor sie in die Erde kommen. Das heißt, in anderthalb Monaten wachsen die Tomaten ja auch sehr zügig. Und ihr habt trotzdem dann, wenn ihr sie auspflanzt, große und kräftige Pflanzen. Zu zeitig anfangen bei Tomaten, das schadet eigentlich mehr, als es nützt. Nun ist die Platte schon voll. Dann kann ich die Löcher noch zumachen. Den Samen eventuell, wo es notwendig ist, noch ein bisschen runterdrücken. Dann kann ich die Löcher verschließen. Den Samen noch ein bisschen andrücken, dass auch ordentlich Erdschluss da ist, und dann natürlich angießen. Und dann hoffe ich, dass hier viele Ringelbeeten aufgehen. Es kann sein, dass in manchen Töpfen trotzdem zwei aufgehen, denn der Same von roter Beete ist ja eine Sammelfrucht in gewisser Weise. Da kann es sein, dass mehrere keimfähige Samen zusammengepappt sind und dann eben statt einem auch zwei oder drei an einer Stelle aufgehen. Und es ist so meine Hoffnung, auf die Weise trotzdem wesentlich besser zu managen, als wenn ich eine lange Reihe habe, wo ich dann ganz, ganz viele Pflanzen rausnehmen muss. Entweder wirklich verziehen, also aus der Reihe rausnehmen und beiseite schmeißen. Oder aber ich will es vereinzeln. Dann habe ich viele Pflanzen, setze die mühsam um an eine neue Stelle und hoffe dann, dass die anwachsen und auch die Pflanzen, die ich in der Reihe belasse, gut weiterwachsen. So kann ich dann hier einfach das Erdpaket aus der Platte rausnehmen oder die Stelle pflanzen, wo ich es haben will. Ich hoffe zumindest, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was hier noch fehlt, ist Beschriftung. Und so kann dann die erste Platte schon beiseite gestellt werden. Natürlich kommt dann noch Wasser oben drauf, beziehungsweise vielleicht auch einfach unten in die Schale, dass die Erde sich die dann hochsaugen kann, sich vollsaugen kann. Und dann packe ich diese Platte ins Gewächshaus und hoffe, dass möglichst viel keimt. In meine nächste Platte will ich ein bisschen Salat reinpacken. Tatsächlich nur ein bisschen, also ich werde jetzt nicht 48 Salatpflanzen hier vorziehen, denn so viel kann man auf einen Hieb gar nicht vertun. Aber ich habe verschiedene Sorten hier. Das eine ist Pflücksalat Catalonia. Von dem werde ich mir hier so eine Reihe aussehen, das heißt 6 Pflanzen. Dann noch einen Kopfsalat, einen roten. Das ist eine zweite Reihe. Dann habe ich 12 Pflanzen, wenn alle aufgehen. Und das reicht dann schon. Und dann kann ich in 2 oder 3 Wochen wieder mal 2 Reihen aussehen und habe so auch regelmäßig Salat. So zumindest ist der Plan. Ob ich es tatsächlich schaffe, das durchzuziehen, wird sich zeigen. Da das Saatgut jetzt auch schon ein bisschen älter ist, gebe ich in jedes Töpfchen 2 Samen rein. Es könnte sein, also es wird von alleine noch mal ein bisschen mehr. Das werden wir sehen. Die zweite Sorte, das ist Saatgut, was wir selber gezogen haben. Weil wir eben zu viel von dem Salat hatten, ist er geschossen, hat geblüht. Den haben wir dann aussamen lassen. Wie gesagt, ein roter Kopfsalat. Dann packe ich hier leicht Erde oben drüber. Nicht viel. Der Salat ist Lichtkeimer, also nicht dick mit Erde bedecken. Aber so ein klein wenig, dass dann auch die Samen nicht vom Wasser ausgeschwemmt werden, packe ich oben drauf. Drücke hier alles nochmal an. Dann wäre auch das schon wieder fertig. Natürlich Beschriften nicht vergessen. 2 Reihen sind belegt, 6 weitere sind noch frei. Und da kann ich jetzt natürlich überlegen, was packe ich rein, was passt dazu. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Mangold mit reinsehen. Bei Mangold brauchen wir auch nicht so viele Pflanzen. Da reichen uns 6 Stück eigentlich zu. Ich werde aber 2 reinmachen, also 12.
dann kann man entweder hier und dort, wo man Lücken hat, nochmal ein paar nachpflanzen oder es gehen nicht alle auf, habe ich Reserve und zur Not kann ich die auch verschenken. Zweimal Mangold. Und die restliche Platte, die werde ich dann noch anderweitig auffüllen. Jetzt habe ich mir hier noch vier Töpfchen einer großen Platte vorbereitet. In die sollen Petersilie rein. Die anderen Töpfchen, die werde ich anderweitig noch später nutzen. Hier also zunächst mal nur die vier für Petersilie. Und ihr seht, ich habe sie nicht ganz voll gemacht, denn Petersilie ist ein Dunkelkeimer. Deshalb eben noch viel Platz, dass oben noch mal eine Schicht Erde drauf kann. Also so 1 bis 2 cm dürfen es da gut sein. Und dann nehme ich den Samen und verteile den großzügig in jedes der Töpfchen. Da kommt dann noch mal Erde drauf. Dann kann ich hier einen Untersetzer drunter packen. Natürlich noch beschriften. Und dann kann ich etwas Wasser drauf geben. Momentan ist das Wasser bei uns noch nicht angestellt. Deswegen muss man sich behelfen mit etwas von daheim mitgebrachten. Und so können die Sachen dann hoffentlich gut keimen. Und wir haben wieder ordentlich Petersilie und manches Gemüse im Garten zu ernten. Soweit zum Thema Voranzucht und Aussaat. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr schon am Vorziehen? Lasst es mich gerne einmal wissen. Ansonsten sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wünsche euch viel Spaß beim Gärtnern.